Berufsorientierung am Gymnasium in Gammertingen. Und das Azubi-Taxi ist wieder unterwegs. Jetzt in meinem Logbuch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Logbuchs. Ich hoffe, Sie sind frisch erholt aus dem Sommerurlaub zurückgekehrt und bereit für eine Portion Wirtschaft. Auch für die Schülerinnen und Schüler im Landkreis ist die Ferienzeit leider vorbei. Für sie gilt seit gestern wieder Schulbank drücken, Hausaufgaben und Klassenarbeiten. Ein wichtiger Bestandteil des Lernens ist jedoch auch, die Jugendlichen auf ein Leben im Beruf vorzubereiten. Praktika sind wichtige Bestandteile der Schullaufbahn. Ich habe mich mal am Gymnasium in Gammertingen informiert, wie so eine Berufsorientierung an Schulen aussehen kann. Ich bin Evelyn Deile und unterrichte am Gymnasium Gammertingen Deutsch und Geschichte und bin auch für die Berufsorientierung zuständig. Und mich hat es schon immer interessiert, weil ich auch als Schülerin schon verschiedene Ferienjobs gemacht habe. Und mich hat immer auch Industrie und Wirtschaft interessiert, wie die Abläufe sind und ja, was es sonst noch außerhalb der Schule gibt. Also zur Berufswahl, da hängen ja so viele Faktoren damit zusammen. Und ich denke, je früher man sich darüber Gedanken macht, umso besser. Und bei uns ist es so, dass wir zum Beispiel schon in Klasse 7 für die Schülerinnen einen Girls Day Parcours Tag machen, wo die sich mit Berufe wie zum Beispiel was mit Mathematik oder Informatik oder Technik zu tun hat oder Naturwissenschaften, wo die einfach so ein bisschen über den Tellerrand gucken können. Und das soll so die Initialzündung sein für die Berufsorientierung bei uns an der Schule. Und dann geht's eben weiter mit Klasse 8 und 9 und in 9 machen sie dann das BOGI-Praktikum, wo sie eine Woche in einem Betrieb sind. Danach ist der Schwerpunkt für die Berufsorientierung erst in der Kursstufe wieder. Und da bieten wir zum Beispiel die Berufsinfobörse an, wo wir alle 2 Jahre dann unsere ehemaligen Abiturienten einladen. Die berichten, was sie eben für einen Studien- oder Berufsweg dann gewählt haben bis dahin, wo auch unsere Bildungspartner dabei sind, die dann an so Infoständen vorstellen, was gibt es für verschiedene Möglichkeiten, vor allem auch bei uns in der Region, für Berufe oder für Studiengänge. Ich denke, je mehr man Anregungen bekommt und immer wieder Möglichkeiten, um zu überlegen, vielleicht wäre das was für mich, umso besser. Also alles ausprobieren, über den Tellerrand gucken und so viel wie möglich ausprobieren und Praktika machen oder Ferienjobs, weil da lernt man dann verschiedene Berufe kennen und auch Freunde und Familie befragen, interviewen. Was gibt's? Was machst du? Wie ist dein Job? Wie sieht dein Alltag aus? Wie viel Zeit investierst du für welche Aufgabe? Also Fragen, Fragen, Fragen. Also was wir jetzt gerade so planen, ist so ein Bewerbungstag, wo wir für die Schüler in der Kursstufe und vielleicht dann auch in der Mittelstufe schon so wirkliches Bewerbungstraining dann machen. Und das wollen wir so ein bisschen systematisieren und da auch die Erfahrungen von anderen Firmen zum Beispiel mit einholen, dass Experten uns dann auch die Info geben, was wird wirklich bei einem Bewerbungsgespräch oder in einem Bewerbungsschreiben dann verlangt. Herr Mattes, Werksleiter der Firma Kendrion in Engelswies, hat seinen Azubis einmal ein Versprechen gemacht. Er selbst kann sich vielleicht gar nicht mehr genau daran erinnern, aber seine Auszubildenden vom Azubi-Taxi haben es noch ganz genau im Kopf. Na dann sehen wir mal, ob Herr Mattes sein Versprechen einhalten wird. Film ab für das Azubi-Taxi. Hi, ich bin der Simon, bin 20 Jahre alt, mache eine Ausbildung als Industriemechaniker und bin im 3. Lehrjahr. Hi, ich bin auch der Simon, bin 19 Jahre alt und mache auch eine Ausbildung zum Industriemechaniker im 3. Lehrjahr. Wir zwei haben mit unserem Chef eine Wette am Laufen, dass wenn wir einen besseren Durchschnitt als 2,0 in unserer Zwischenprüfung absolvieren, spendiert er uns 2 in Eis. Und dann haben wir gleichzeitig auch eine Zeit, uns mit ihm zu unterhalten. Also, hier wartet unser Azubi-Taxi und jetzt geht's los. Wie sind Sie zu dem Job? Wie sind Sie, oder was haben Sie gelernt? Wie sind Sie dazu gekommen? Also ich habe keine klassische Ausbildung gemacht in dem Sinne, so wie ihr. Im Nachhinein hätte ich es gern. Ich war in jungen Jahren nicht unbedingt der motivierteste, muss ich vielleicht dazu sagen. Also so durch die Realschule, so am Ende der Realschule dann
den Motivationsschub bekommen. Habe mich dann nach der Realschule entschieden, ich mache technisches Gymnasium, weil ich immer so ein bisschen so den Zugang zur Technik hatte. Und habe mich dann entschieden, ich studiere was Ingenieurwissenschaftliches. Bin dann irgendwann nach dem Studium bei meinem ersten Arbeitgeber hängen geblieben. Da ist mir dann ermöglicht worden, das zu machen, was ich eigentlich gerne mache. Ich habe da einfach meinen Weg gemacht und bin dann irgendwann von meinem ersten Arbeitgeber dann zu Kendrion gewechselt. Was macht einen guten Mitarbeiter aus? Also letztendlich ein guter Mitarbeiter macht für mich aus, dass er im Prinzip sich wohlfühlt in dem Umfeld, das wir ihm bieten. Ich sage mal, Kendrion ist, glaube ich, ein Unternehmen, da kann man noch normal arbeiten. Ich habe die Erwartungshaltung, dass man das, was man gerne tut, dann auch bei uns dann auch so umsetzt. Das ist so die Erwartungshaltung, definitiv. Also ich sage mal, wenn man jemanden zum Jagen tragen muss, das hat noch nie gut funktioniert. Weder für die eine Seite noch für die andere Seite. Da ich ja für Produktion verantwortlich bin, fokussiere ich mich schon auf den Standort, wo ich das größere Potenzial sehe. Sag mal, dahingehend glaube ich schon, dass zukünftig als Produktionsstandort der Fokus ganz klar auf Engelswies liegt. Gibt es Entscheidungen in Ihrem Leben, wo Sie sagen, da hätte ich da was anderes gemacht oder in der Jugend mal? Oder? Ja, das gibt's. Ich sag mal, das hat ja letztendlich jeder von uns, egal in welcher Lebensphase Sie letztendlich sind, im Nachgang oder wenn Sie darüber nachdenken, würde Sie das eine oder andere sicherlich anders machen. Das sei es im Privatleben, in einer Beziehung oder was weiß ich, sei es jetzt letztendlich im Berufsleben, wo Sie sagen, vielleicht war das nicht optimal, in Anführungszeichen. Das geht aber sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Wissen Sie was, wo Sie sagen, oh, da habe ich mich totgelacht, da hatte ich fast Bauchschmerzen? Das ist ja eigentlich immer wieder mal. Für mich zählt Spaß letztendlich bei der Arbeit dazu und das versuche ich letztendlich auch meine Mitarbeiter rüberzubringen. Wir sind am Ende des Tages nicht nur hier, um Geld zu verdienen, sondern auch letztendlich mit dem, was wir tun, uns wohlzufühlen und letztendlich auch ein bisschen Spaß an der Arbeit zu haben. Also es kommt schon vor, dass ich auch mal im Geschäft Tränen lache. Hat sich schon mal hier in der Eisdiele. Im Dolomiti, das ist doch das jetzt gegenüber von der Sparkasse. Ja, genau. Ja. Ich habe mit meiner ersten Freundin, wo ich dann den Autoführerschein hatte, ist mir immer noch Sigmar ins Dolomiti gefahren. Aha. Bei uns sieht man, dass die Firma auch das einhält, was sie einem verspricht. Und ich fand es eine richtig coole Aktion vom Herrn Mattes, dass er sein Versprecher eingehalten hat und uns eine Runde Eis spendiert hat. Dafür wollen wir einfach nochmal Dankeschön sagen. Schade, dass die Auszubildenden mit ihrem Eis nicht noch einen Abstecher ins Logbuchstudio gemacht haben. In diesem Fall muss ich mir wohl selbst eins kaufen. Ja, dann mache ich mich auch gleich rüber auf den Weg in unsere Hochschule. Dort findet die Bildungsmesse Visionen gerade statt. Zahlreiche Schüler werden sich heute über ihre Zukunft viele Gedanken machen. Einen ausführlichen Bericht dieses Großereignisses gibt es dann im nächsten Logbuch. Genau hier am 26. September. Vergessen Sie auch nicht, nächste Woche einzuschalten. Die Azubis der Firma Wiel freuen sich schon auf Sie. Bis bald, ich muss weg.